última vez não foi. Com licença. Ladies and gentlemen, here's again your captain speaking. We are again very sorry for the delay, but there was something wrong with the ticket of one passenger, so we had to find his luggage. Because it is not allowed to take one's luggage without the passenger, for your own safety reasons. Thank you for your understanding. Now we are ready to depart in 3 minutes. Não quero perder. Eles estão esperando. Entschuldigung, kann ich eigentlich jetzt noch aufs Klo? Wenn Sie bitte noch bis nach dem Start warten, ja? Wir starten den Moment. Es hat im Innern drin eine Ordnung und eine Struktur, die man durch bestimmte Muster darstellen kann. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel ein sogenanntes Apfelmännchen, das an mehreren Stellen Übergänge aufweist vom Chaos zur Ordnung. Und das hier ist jetzt die sogenannte Mandelbrotmenge, die auch allerdings nur teilweise, Achtung, selbstähnlich ist. Ihr erinnert euch, was das heißt? Das heißt, dass ein Teilstück von dem Fraktal ähnelt. Es ist also so, und das ist das Schöne, dass das Chaos und die Ordnung in komplexen, nicht linearen Systemen nebeneinander und gleichzeitig existieren. Ihr seht also, selbst im oberflächlich gesehen ärgsten Chaos sind immer noch Strukturen und Muster vorhanden. Und das ist genau das Faszinierende daran, dass man eben nicht alles vorhersehen kann, dass man nicht alles berechnen kann. Es reicht ein ganz kleiner, minimaler Einfluss und der kann eine ganze Struktur irgendwie durcheinander bringen. Zum Beispiel, wenn ein Schmetterling irgendwo mit dem Flügel schlägt, dann kann es bei uns ein Wetterchaos verursachen. In Kindern kann es Erdbeben geben. So ganz kleine Dinge, da gibt es nur so vieles, was man noch erforschen kann. Eigentlich beschäftige ich mich schon seit Jahren damit. Ich arbeite gerade an was. Nämlich, da kann man im Computer Fraktale nachbauen. Und dann sieht man ganz schön die chaotischen Symmetrien. Sie haben da was. Da rechts.
gespielt.